Triffst du dich gern mit Freundinnen am Wiener Donaukanal? 1957 verhaftet die Polizei Jugendliche, weil sie genau das tun. Zu Hause ist für sie kein Platz und Tanzlokale spielen kein Rock'n'Roll. Darum treffen sich die Jugendlichen am Donaukanal zum Musik hören und tanzen. Doch die Anrainer rufen die Polizei. 7 Jugendliche werden verhaftet. Grundlage für den Arrest ist ein Gesetz, das noch aus der Nazi-Zeit kommt. Die Zeitungen schreiben darüber, als wären die tanzenden Jugendlichen Kriminelle und beschimpfen sie als Rowdies und Halbstarke. Nur ein einziger Journalist setzt sich für die jungen Menschen ein, Harry Weber. Er trifft sich mit den Jugendlichen und interviewt sie. In seiner Reportage erinnert er an den Zweiten Weltkrieg und mahnt. Damals drückte man Jugendlichen Maschinengewehre in die Hand. Besser, sie machen Lärm und tanzen.